Unser heutiger Studiogast ist im Hamburger Amateurfußball ein ganz bekannter Mann. Aber auch in der Bundesliga kann er eine astreine Statistik vorweisen. Ich begrüße ganz herzlich beim Elbkick TV Talk Ralf Scheer. Hallo Ralf, grüß dich. Jurik, hallo. Schön, dass du da bist. Ralf, bist du der beste Trainer, den der HSV jemals hatte? Ich meine, du bist immerhin ungeschlagen. Ja, der beste sicher nicht. Das wäre vermessen, aber der erfolgreichste ja. Wird ja auch keinen mehr geben, der das gleiche erlebt wie ich, nämlich nur zwei Spiele. Und das ist ja nicht so schwer, zwei Spiele nicht geschlagen zu werden. Das war damals der Fall. Und die Situation ist entstanden, wenn wir ein bisschen Zeit haben, erzähle ich das ganz kurz und schnell nach dem Spiel gegen Düsseldorf. Darauf wollte ich jetzt hinaus. Okay. Das war die Niederlage, die 0-4-Niederlage gegen Köln war das damals. Genau. Und dann, Magat war damals Trainer und dann bist du eingesprungen. Erzähl mal, wie war das dann? Ja gut, das war dann relativ schnell, das war auf Pfingstsonntagabends hat mich Uwe Seeler angerufen und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und klar kann man sich das vorstellen, warum nicht? Hatte ja genügend Erfahrung in anderen Bereichen. Zwar nicht im Profigeschäft, aber in anderen Bereichen. Und dann habe ich das übernommen. Und dann haben wir sehr gezielt uns vorbereitet auf das Spiel gegen Dortmund, die dann am Mittwoch drauf Champions League ja das Finale gewonnen haben. War vielleicht ein kleiner Vorteil für uns, dass sie nicht hundertprozentig gegeben haben, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, das zweite Spiel war Düsseldorf. Und nach dem Düsseldorf-Spiel habe ich zu dem Spiel keine Auskunft gegeben. Ich wurde dann gefragt, Kommentar habe ich gesagt, nein, ich gebe keine Auskunft. Meine Frau hat Geburtstag, ich muss nach Hause und hiermit trete ich als einziger ungeschlagener Bundesliga-Trainer ab. Und jetzt wird das eben immer wieder zitiert. Manchmal ein bisschen peinlich, aber ist halt so. Kannst du ja auch stolz drauf sein. Du hast danach im Amateurbereich noch gearbeitet, beim SC Concordia warst du und warst dann noch bei Eintracht Norderstedt und warst jetzt die letzten Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wie bist du da hingekommen und vor allen Dingen, wie kann man die Arbeit vergleichen zu der in Deutschland? Weil ich schon, ich glaube, seit 2002 Trainer ausbilde, arabische Trainer ausbilde, ausgebildet habe in Trappenkamp, in der Nähe von Bad Segeberg. Und ich immer nach Dubai wollte. Ich frage mich nicht warum, aber ich wollte immer nach Dubai. Und hat aber nie geklappt. Weil die Araber, die haben immer, die Araber oder die Emiratis, muss man ja sagen, haben so eine Art, Nationalspieler sind das alles. Und ja, wir können ihnen helfen, wir können dir helfen und morgen bist du da. Nie war ich da. Wie ist es denn dann aber letztendlich dazu gekommen? Erzähle ich. Und dann kam das Telefonat von dem Hotelchef von Trappenkamp, Sport- und Waldhotel. Das ist ein Tunesier, der sagte, hier ist eine Mannschaft, die suchen einen Trainer, komm mal rum. Jo, dann bin ich da hingefahren. Am liebsten hätten sie mich gleich mitgenommen, weil sie, und da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, weil sie ja denken, das geht alles so von heute auf morgen, geht aber in Deutschland nicht, weil man ja Wohnung auflösen muss, Verträge, Versicherung, Auto und so weiter. Man kann nicht heute hin oder heute zusagen und morgen dahin. Und dann hat es noch gedauert und dann bin ich da im Oktober 2007 eingelaufen. Wie würdest du die Arbeit da vergleichen zwischen der Arbeit bei den Vereinigten Arabischen Emiraten und eben Profimannschaften hier aus Deutschland? Ja, generell gibt es dort sehr viel anders. Die Emiratis sind sehr fußballbegeistert. So, demzufolge spielen auch viele Fußball und auch sehr gerne Fußball und haben auch eine gute Technik. Jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, eine sehr individuelle Technik. Also richtig schießen können die alle nicht, um das mal auf den Punkt zu bringen, weil sie das Fußgelenk nicht fixieren. Aber das sage ich jetzt mal so als Trainer oder ehemaliger Verbandstrainer. Sie haben aber Bock, Fußball zu spielen. Sie haben Lust, Fußball zu spielen. Sie sind auf dem Platz, sie bewegen sich. Sie haben ein großes Problem und das ist mir auch mir in 3 Jahren nicht gelungen. Sie haben einfach ein Problem mit der Disziplin. Und um mal meinen Ziehvater Günter Grotkopf zu zitieren, wenn man außerhalb des Platzes keine Disziplin hat, hat man sie auf dem Platz auch nicht. Mhm. Und so läuft das taktisch ab. Und dann wundern sie sich, dass sie plötzlich ein Ding in der Kiste haben und gar nicht wissen, wie das geht, weil sie ja alle super Fußballer sind. Ist mir nicht gelungen, ist mir bedingt gelungen, hat Spaß gebracht, sind engagiert, alles wunderbar. Werden aus diesem Bereich nicht rauskommen, vorausgesetzt, sie verändern ihre Mentalität nicht. Und die werden sie nicht verändern, weil sie ja ein schönes Leben haben. Es geht ihnen ja nicht schlecht dort in den Emiraten. Mir dann demzufolge auch nicht. Also zusammengefasst, gute Fußballer, aber mangelnde Disziplin. Jetzt bist du ja seit letztem Jahr wieder in Deutschland und wurdest auch hier im Amateurbereich gehandelt bei Bergedorf 85. Warum ist es dann nicht zum Engagement letztendlich gekommen?